Okay! In einer Irrenanstalt. Nee, nachher regen sich alle auf. In einer Landesnervenklinik, ja? Der aufzusehende Arzt sitzt im Warteraum, ja? Und starrt auf den Bildschirm. Und dann sieht er, dass im Speiseraum alle Irren, alle, so machen. Der denkt sich, was geht denn da ab? Er geht raus, geht in den Speiseraum und sagt, ey, was ist denn hier los? Und die Irren? Wir sind Popcorn in der Pfanne und wir platzen gerade. Warte. Nur ein Irrer ist an der Wand so. Der Arzt geht hin und sagt, was ist denn mit dir? Sagt er, ich bin am Topf kleben geblieben. Jetzt habe ich mal gerade eine Luftröhre-Spülung verabreicht. Du. Stirb, stirb. Ein Augenarzt, ein HNO-Arzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, ein Gynäkologe, Arzt für das weibliche Geschlecht und ein Urologe, Arzt fürs Blasen, wollte ich sagen, Arzt für die Blase, ja, sitzen in der Kneipe und chillen. Steht als erstes der Augenarzt auf und sagt, ich bin weg, wir sehen uns. Steht als zweites der Hals-Nasen-Ohrenarzt auf und sagt, ich komm mit, wir hören voneinander. Steht als drittes der Urologe auf und sagt, ich habe auch keinen Bock mehr, ich verpiss mich. Steht als viertes der Gynäkologe auf und sagt, grüßt eure Frauen, ich schau wieder rein. Chapeau, chapeau. Danke, gut, danke, danke, danke. Der könnte von mir sein. Ja, ja. Ein Zahnarzt, ein Frauenarzt und ein Lungenarzt sitzen in der Kneipe und chillen. Sagt der Zahnarzt, wenn ich sterbe, möchte ich, dass mein Grabstein ein riesengroßes Gebiss ist. Damit die Leute mein Erbe kennen und wissen, wofür ich stehe. Sagt der Lungenarzt, habe ich Lungenarzt gesagt? Ja. Sagt der Lungenarzt, das ist eine geile Idee, ich will, dass mein Grabstein eine riesengroße Lunge ist. Sagt der Frauenarzt, ich glaube, ich lasse mich einäschern. Okay. Kommt ein Typ zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich bin total vergesslich. Sagt der Arzt, seit wann? Sagt der Patient, seit wann was? Sagt der Arzt zum Patient, Ihr Husten ist besser geworden. Sagt der Patient, normal, ich übe ja auch jeden Tag. Sagt der Arzt zum Patient, stottert Ihre Tochter immer so? Sagt der Patient, nee, nur wenn ihr das sagen will.